Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Miss Survival. So, wie angekündigt in der letzten Folge, ziehen wir heute los. Jupp. Los geht's. Müsste immer noch 15 Uhr irgendwas sein oder 16 Uhr irgendwas. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Das reicht, um mal eben eine Runde zu fahren und zu gucken und zu looten. Kriegen wir hin, jetzt fahren wir erstmal in diese Richtung. Hui. Benzinkanister habe ich jetzt wieder nicht dabei. Ja, ich bin eben der Beste. So, die Cola und Pillendose. Ist hier noch irgendwas? Da hinten ist hier das Banditenlager. Sollte ich mal aufpassen. Ja, guck mal hier. Klebeband kann nicht schaden. Nehmen wir mit. Okay, das Auto lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Wegen einem Auto halte ich jetzt nicht an. So, was gibt es hier? Unten ist wieder der See. Wie sieht's hier aus? Jo, hier können wir mal Rast machen. Ja, waren wir schon lange nicht mehr. Haben wir die Cola wieder mit. Sag mal, vergammeln die Colas alle gleich oder was ist hier los? Na guck mal, eine Zündkerze, lass drin. Die brauchst du gar nicht erst mitnehmen. Ja, noch eine Wasserflasche, nochmal Stofflappen. Kann es sein, dass die ganzen Lebensmittel mittlerweile, also langsam, aber sicher, zumindest die Cola, die haben alle 35,5%, egal welche ich finde. Sieht fast so aus, als würden die einfach alle gleichzeitig vergammeln und dann ist vorbei mit Cola. Oh, guck mal, den Motor und die Batterie. Den nehme ich jetzt mit, aber nur zur Sicherheit. Falls irgendwas vom Auto verreckt. Oh, der Motor, ja, 20 Minuten, ja toll, jetzt ist dunkel. Gleich. Guck mal, da ist ein Mülleimer. Das ist genau der gleiche. Ich dachte bloß, wir hätten den mitnehmen können. Anscheinend nicht. Ah, lalalala. So. Hier ist nix. Komm, dann gehen wir mal rüber zu den Zombies. Sind die überhaupt noch da? Jo, die sind noch da. Sagen sie da bleiben, wo sie sind. Mir alles recht. So, Glasflasche nehme ich erstmal nicht mit. Obwohl, haben wir überhaupt irgendeine Glasflasche zu Hause? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe die alle in der alten Bude stehen lassen, ne? Könnte sein. Das könnte sein. Können wir hier die Tür zu? Nee, ne? Schade. Jetzt hatte ich gerade überlegt, wir könnten ja auch einfach irgendwo auf dem Boden knacken. Obwohl, warte mal, mir fällt gerade ein. Wir können ja ganz locker zurück zur alten Hütte. Wo wir ganz am Anfang waren. Und können da auf dem Bett pennen. Bis wieder hell ist. So, hier ist High Life. Die Tür ist ja gar nicht mehr abgeschlossen. So, hier haben wir noch Komponenten. Die brauche ich auf jeden Fall. Die sind ganz wichtig. Ja, noch ein Riegel, noch eine Cola. Wetten, die Cola hat auch wieder 5. Ah, nee, jetzt hätte ich mal mehr. Sieh mal eine an. Komm, dann trink mal eine. Den Schokoriegel kannst du auch essen. Oder Müsliriegel oder was auch immer das ist. Proteinriegel, keine Ahnung. Was haben wir hier? Stofflappen. Haben wir jetzt mittlerweile genug? Das Ding kann man bewegen. Das, kann man das aufheben? Nö. Kann man nicht aufheben. Hier ist noch Altmetall. Noch mehr Altmetall. Sehr schön. Sehr schön. Gucken wir mal da noch rein. Komm, ich nehme jetzt mal Glasflaschen mit, weil ich weiß echt nicht, ob ich zu Hause welche habe. Da ist noch ein Schokoriegel. Da ist noch eine Flasche. Na gut, wir können sie ja stacken, ja, Gott sei Dank. Was ist das hier? Ja, doch, ein Schokoriegel, sag ich doch. Schokoriegel geht immer. Ist lecker. Wer Schokolade nicht ehrt. Weiter weiß ich auch nicht. Painkiller haben wir jetzt. Ja, wer Schokolade nicht ehrt, ist die Milch nicht wert. So. Oh, schwatzt wieder einen Scheiß hier. Riskiere ich's? Hallöchen. Servus. Warte mal, ich habe doch einen Bogen, ne?
das treffe? Lauf, Junge! Oh nein! Alter! Jetzt kannst du echt froh sein, dass du nicht wieder eine Wunde eingefangen hast. Okay, dann räumen wir da drin anders auf. Menschenskinder, so wird das nix. Komm her, Freund der Sonne. Oh, da ist ja noch einer! Hui! Schnell weg! Die ganze Munition verballert. So, mein Lieber. Komm her. Hat sich überhaupt, wahrscheinlich überhaupt nicht gelohnt. Ach, komm. Mein Pfeil hätte ich aber gerne wieder. So. Ja, toll. Eine Knarre. Munition. Oh, zweimal Munition. Oh, Mann. Ja, eine Komponente. Zwei Komponenten. Fusel. Noch eine Axt. Oh, jetzt bin ich überladen. Voll, meine ich. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt, die ganze Munition dafür zu verballern. Scheiße. Scheiße, hätte ich lieber, hätte ich es gescheiter gelassen. Was habe ich jetzt hier? 11, 9 mm Kugeln. Mann, das ist ja nix. Das ist ja nix. So, die Flaschen kannst du noch mitnehmen. Hätte ich mir die Munition gescheiter aufgehoben für die Banditen oder so. Oh, ärgert. Hey, die Lücke ist weg. Cool. Ärgert mich das jetzt. Achso, ne, ich bin da voll. Ich kann da gar nicht die Karren looten. Oh, Leute. Ich bin aus so einer Pfeife. So, komm. Komponenten, das ist alles weg. Die Knifte. Den Fusel. So, Dusel dank dem Fusel. So. Essen. Ganz wichtig. Hier ist noch eine Cola. Wasserflaschen habe ich mittlerweile mehr als genug. Guck mal, hier ist noch Metallschrott. Pack mal da rüber. Oh, die ist die Karre auch gleich wieder voll. Wir können gleich wieder heim, ne? Hey, dann zeig ich. Das nächste Mal nehme ich zwei Autos mit. Wenn es gehen würde. Oh, sieben. Noch sieben Patronen. Oh, das ist so ärgerlich. Oh, das ärgert mich echt. Ich hätte sie lassen sollen. Was ist denn das? Ah, eine Feder. Ja, dafür kriegen wir schon wieder eine gammelige Cola. Und Nägel. Ja, gut. Ja, ja, guck mal. So viel Cola. Kann kein Mensch trinken. Nee, ich brauche keine trinken jetzt. Sieht noch gut aus. So, was sagt die Zündkerz? So, mach mal ein Licht an hier. Bringt nichts. Zumindest nicht viel. Okay, doch, mach mal an. Ich fühle mich sicherer mit Licht. Wo war denn jetzt die Hütte? Hier. Warte mal, hier gab es auch... Ja, hier gab es auch was. Ah, Handbremse. So, was haben wir hier? Stofflappen. Das Ding. Glasflasche. Jo, Metallschrott und Komponenten. Hat sich schon wieder gelohnt. Die Dinger hier nehmen wir natürlich mit. Antibiotika, wer weiß. Irgendwann wird es bestimmt nützlich sein. Ah, da ist noch eine Zündkerze. Bauen wir die aus? Wir bauen die aus. 3 Minuten. Können wir verschmerzen. So, solange keine Zombies kommen, ist alles in Ordnung. Schlafsack, nimm den doch mit. Kollege, nimm den doch mit. Komisch, wenn man aus dem Auto aussteigt, ist es so hell, aber wenn man drin sitzt, stockfinster. Ich will jedes Mal E drücken. Eigentlich will ich den Motor gar nicht ausmachen. Ich drücke aus Versehen immer jedes Mal E, um auszusteigen. So, hier ist noch ein Süppchen. Das lässt man mal besser stehen, wer weiß. Das steht schon eine ganze Weile. Steht schon seit Tag 1. Das schmeckt bestimmt nicht mehr gut. So, in den Autos ist ja eh nie was drin. So, dann fahren wir mal noch da runter. Ein bisschen Tageslicht haben wir ja noch. So, jetzt drückst du aber F. So. Hier ist nämlich noch eine Komponente. Hier auch. So, jetzt gehen wir geschwind
Oh, nee. Wo geht's denn hier rein? Hier. Aber hier ist nichts, ne? Gut, dann gehen wir geschwind da oben. Mal die Türe zu. So, hier. Hier geht's nichts. Hier auch nicht. Karre läuft noch. Ja, gut. Ja, das ist noch ein Brett. Nee, kannst du nicht aufheben. Okay, dann halt eben nicht. So, da drüben geht's noch rein. Und oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's richtig finster. Aber hier gibt's auch nichts mehr, ne? Hier. Nee, irgendwie spawnt hier auch nichts nach. Okay, interessant. Dann halt eben nicht. Gut, von mir aus. Dann gehen wir jetzt runter in die alte Hütte und pennen da. Oh, warte mal, hier ist noch eine Komponente. Die nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Also, jetzt müssen wir erstmal drehen. Jetzt mal gucken, wo ging es denn jetzt da runter, ne? War irgendwo so ein kleiner Weg. Es kam nach... Ja, nach hier. Irgendwo da... Ist das ein Schotterweg? Nee. Wo ging es denn hier runter? Sag mal. Hier. Oh, nein, doch nicht. Nein. 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 Scheiße. Leute, scheiße. Das Auto hängt. Lauf zu, du Karre. Kacke. Mist, Kacke, Kacke, verdammte. Scheiße. Komm. Komm schon. Ah, das geht's nicht. Oh nein, der ganze Sprit, der ganze Inhalt. Nein, sag mir jetzt bitte nicht, dass du hier festhängst. Die hängt fest. Scheiße, wo ist denn der verdammte... Da ist die verdammte Straße. Guck mal hier. Mann. Mist. Ja. Okay, weißt du, mach die Karre aus. Das hat keinen Wert. Wir laufen jetzt zur Hütte, schlafen. Dann probieren wir es am Tage nochmal. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Haben wir da nicht hier noch irgendwas drin? Nee, hier ist nichts mehr drin. Okay. Rest. So, wir pennen jetzt mal gnadenlos 8 Stunden. So, ist immer noch finster. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, haben wir was zu essen? Nee. Okay. Scheiße, muss mal gucken, dass ich jetzt die Karre da wieder rauskriege. Das ist ja... Scheibenkleister. Jetzt find im Dunkeln mal die Karre wieder. Da hängt sie. Wie mache ich denn das jetzt? Er hat sich jetzt aber gnadenlos verbuggt hier, ey. Shit. Shit. Oh, guck, der Kofferraum ist wieder randvoll. Nee, ich sehe das nicht ein. Ich nehm... Scheiße, ich habe kein... Fuck, ich habe nicht mal einen Benzinkanister. Jetzt habe ich gerade eine Idee gehabt, dass ich einfach die Karre umbaue da hinten. Indem ich die Karre hier voll mache. Aber ohne Benzinkanister bringt mir das überhaupt nichts. Verdammte Scheiße. Oh, die mich das jetzt schon wieder ärgert. Fahr die Karre da raus. Mensch. Wie kriege ich jetzt die Karre da rausgebaut? Was war denn das? Hui. Cool. Pass mal auf. Nimm mal ein Rad weg. Keine Ahnung, ob es was bringt. Vermutlich eher nicht. Welches Rad hast du jetzt abgebaut? Das da hinten. So, bau wieder dran. Hey, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Komm jetzt.
Ah, ich krieg die Krise. Leck mich doch, du scheiß Dreckskarre, du Blöde. Mann. Leck mich doch, ohne Witz. Verdammte Scheiße. Warte. Okay, komm, lass die Funzel an. Mir doch scheißegal, die Karre kriegst du eh nicht mehr weg. Oh, wie mich das jetzt schon wieder aufregt hier. Hm. Eine Idee habe ich. Eine Idee habe ich tatsächlich. Nimm mal die Schrotflinte. Ich laufe jetzt mal da ganz hinter zur Werkstatt. Und guck, ob ich zufälligerweise... Oh, guck mal. Ein Benzinkanister machen kann. Jo. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Entweder nach Hause laufen komplett, die andere Karre holen, alles wieder umpacken. Was aber nicht geht, weil ich jetzt mehr Sachen dabei habe als... Obwohl, ich kann das Inventar noch voll machen. Dann kriege ich das Zeug aus dem Auto, kriege ich dann... Das Zeug aus dem Auto würde ich ja dann in die Taschen kriegen. Hier habe ich ja noch gar nicht gelootet. Komm, nimm mit. So. Jetzt mal gucken. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich zufälligerweise alles da habe für Benzinkanister. Dass ich den auch jedes Mal vergesse. Jedes verdammte Mal vergesse ich den verdammten Benzinkanister. Zumindest neuerdings. Oh, das ärgert mich jetzt schon wieder. Ärgert mich das jetzt. Karre festgefahren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Scheinwerfer bringen auch wirklich einen Dreck. Sehe ich ja noch ohne zu Fuß mehr. So, gleich sind wir da. Jetzt pass auf, jetzt überrascht mich noch ein Bär und dann ist vorbei. Komm, lauf doch, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nein, die Werkbank ist ja gar nicht da. Scheiße, die habe ich doch mal... Oh, ich bin eine Backpfeife, ey. Oh. Das ist ja die Werkbank, die wir nach Hause geschleppt haben. Ja, gut. So. Falls ich jetzt ein oder andere wundern, warum ich jetzt hier am Stehen bleibe, ich lade die Stamina auf. Ich will meine scheiß Karre wieder. Du kannst mich mal am Arsch lecken, du scheiß Drecksvieh, du elendiges. Ich eh schon genervt genug. Die zwei Patronen waren es mir wert. Die mistgastigen Mistviecher. Ja, komm. Junge, die 2 Meter wirst du auch noch rennen können. Komm, jetzt lauf. Wir müssen den ganzen Weg auch wieder zurücklaufen. Denk dran. Oh, kriegst du es jetzt heute noch gebacken hier? Kriegst du es heute noch gebacken? Aber weg mit dem Ding. Rein da, Benzinkanister holen. Himmelarsch. So. In dem Dämon am wenigsten drin ist. Die andere Karre ist nämlich noch voll. So, jetzt können wir gleich das Inventar noch ein bisschen leer machen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz für den ganzen Shit hier. So. Hier so eine Feder. Komm. Ne, Pfeil lass stecken. Die Säge. Wieso schleppe ich eigentlich die Säge mit? So, das ist... Hier, trink... Ist doch nicht zu fassen. Zack. Zack. So, die Lappen. Braucht so viel Platz wie möglich hier. Die Zündkerze kann ich eigentlich... Ach, scheiß drauf. So. Verdammt nochmal, du.
Was mache ich jetzt? Ist es sinnvoll, gleich mit der Karre dahinter zu fahren, oder? Ich überlege. Jo. Wie sieht's aus? Batterie. Kein Problem. Was wird es schon wieder dunkel oder was? So, ich fahre jetzt mit dem Auto nach hinten. Räume die andere Karre komplett. Junge. Räume die andere Karre komplett aus. So. Vorsichtig. Hui, hui. Ja, mit Highspeed hier. Das, glaube ich, wird schon wieder dunkel. So, langsam. Da steht's. Da steht's. Bremst doch mal. Ah! Crash. Alter. Da guckt euch mal das an. Ich habe die gerade das Licht angemacht. Man sieht überhaupt nichts. Kann nicht sein, dass es schon wieder dunkel wird hier. So. Licht aus. Hä? Nee, ist ja erst morgen. Guck mal. Oh, ist das ärgerlich. Kriege ich da alles raus jetzt? Wahrscheinlich nicht. Packen wir einfach alles einzeln. Egal. Zündkerzen. Zack, 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 zack. Wahrscheinlich jetzt doch gereicht. Nee, hätt's nicht. Hättet nicht, ich bin gleich voll. So. Das ist ein Fluch, dass das jetzt wieder passieren muss. So eine Scheiße. So eine Scheiße aber auch. So, hier das Essen. Batterie, Motor, Zündkerzen, alles hier rein. Patronen, Schrott, Pistole. Das. Ne, komm, das packt mal da. Ist doch eigentlich scheißegal, wo ich es hinpacke. Mensch, jetzt fang doch nicht an, das Zeug hier im Auto zu sortieren. Junge, was ist mit dir los? Sieh zu, dass du das umgepackt kriegst hier. So. Loot all. So, meine Lieben, jetzt bauen wir die Karre auseinander. Ist mir egal. Die lasse ich jetzt hier leer zurück. Die Reifen sind eigentlich noch gut. Die gehen noch. Ist mir egal. Ich baue die jetzt komplett auseinander. Die Zündkerze lasse ich wahrscheinlich drin. So, aber die Reifen nehme ich auf jeden Fall mit. So, jetzt stehst du auf dem Boden. Hast du Pech gehabt. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier die Karre erstmal voll. Jupp. Jetzt kann ich meine 19 Liter Sprit da wieder rausholen. Guck mal, das Ding hat sogar ein Dachfenster, sehe ich jetzt erst. Bäm. Voll. Okay, die Zündkerze macht keinen Sinn. Batterie eigentlich auch nicht. Komm, lass stecken. Lass stecken. Wir haben genug Kram. Wie viel Platz im Inventar habe ich jetzt noch? Wie viel Platz in der Karre habe ich noch? Da ist auch noch ein bisschen Platz. So. Gut, ein bisschen Platz im Inventar habe ich auch noch. Das heißt, wir können sogar noch weiter looten. Ha! So, jetzt fahre ich aber vorsichtig durch. Ich sag's dir, wenn ich die Karre jetzt auch noch zerlege, das sieht jetzt anders aus. Ich habe keine Ahnung. Dann werde ich echt stinkig. So, gucke mal. Was haben wir denn da? Da war ja nichts los, ne? Das Licht ist aus? Ja, das Licht ist aus. Sehr schön. Die Dinger würde ich gerne mitnehmen. Geht aber nicht. So, das Brett nehmen wir noch mit. Stofflappen lasse ich jetzt erstmal liegen. Da hinten geht es noch weiter. Oh, Leute. Leute, Leute.
So, hier geht's ja nicht durch, ne? Da ist ja dicht. Schicht im Schacht. Levelgrenze. Hier haben wir nichts, ne? Oder? Warte mal, kann ich die Dinger zerdeppern? Machen wir auf die 5. Nö. Nö, geht nicht. So, jetzt will ich mal wissen, was da hinten noch ist. Wahrscheinlich ein Bär. Ist hier überhaupt irgendwas? Oder nur Wiese? Wald und Wiese. Na, sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Da ist der Bauernhof. Tatsächlich. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Da steht noch ein Auto. Komm, das gucken wir uns mal an. Waren wir hier schon mal? Da steht noch eine Hütte. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, ob wir hier schon mal waren. Aber ich glaube fast ja. Wow. Geil. Nehmen wir mit. Hammer, weiß ich nicht. Nee, brauche ich glaube ich nicht, ne? So, ich hoffe, hier ist kein Bär. Meine letzten Kugeln hier. Wollte ich es eigentlich nicht noch verbraten. So, hier sieht es aber relativ sicher aus, ne? Schon eine Karre. Oh, hallo. Hehe. Wieder zwei Slots mehr. Hat sich gelohnt. Geil. So, das nehmen wir auch mit. Sauber. Sauber, sauber. So mag ich das. So mag ich das. Tipptopp. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. So, hier war auch nichts mehr. Jetzt ist es vorbei, oder? Da ist auch noch eine Hütte. Da schauen wir auch gleich noch vorbei. Das machen wir heute noch. Jetzt gehen wir erstmal hier aufs Türmchen hoch. So, ist hier Loot? No. Alles klar. Wieder runter. Mann, hier liegt die ganze, irgendwo auf dem Mauspad liegt hier die ganze Krümmel. Das macht mich wahnsinnig. So. Jetzt gehen wir mal die Hütte noch abchecken. Da steht auch eine Karre zum Zusammenbauen. So, ist aber keine Hütte zum Basis errichten. Oder zum Claim. Wie auch immer. Sieht ja aus wie eine Zombie-Hütte. Oh, jetzt fängt es an zu nebeln, oder? Oh, da ist ein Bär. Schnell weg. Alter, schnell weg. Da ist ein Bär. So, ich muss sowieso, Alter, es fängt an zu nebeln. Ich muss schnell zurück zur Karre, aber schleunigst. Aber schleunigst. Kacke, kacke, kacke. Wie viel haben wir denn? Ist schon wieder so weit, oder was? Ich komme nicht an die Taste ran. Kacke. Oh, Junge, wo ist denn die Karre? Wo ist denn die Karre? Scheiße, wo habe ich die aber geparkt? Ganz da hinten. Oh mein Gott. Oh, shit, Alter. Komm, Junge, lauf. Lauf um dein Leben. Kannst mir doch nicht erzählen. Kannst mir erzählen, was du willst. Es wird doch gerade neblig. Ich sehe es doch. Oh Mann. So. Ach, komm, halt durch. Oh, das war ja klar. Die letzten 2 Meter musst du wieder. Wie sieht's aus? 8 Uhr. Ne, fast 9 haben wir sogar. Schnell. Komm, rein in die Karre. Stell dich nicht so an. Ciao. So, jetzt setzt die Karre aber nicht wieder fest. Sag's dir, ich mach dich fertig.
So. Wir fahren jetzt ohne Umwege nach Hause. So viel steht fest. Meine Herren. Was eine Aktion heute schon wieder. Eine Karre verloren. Ist ja nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. So, jetzt nochmal. Wo muss ich denn nochmal abbiegen? Jetzt noch nicht. Hier war es, glaube ich. Ja, da liegt, da wo der tote Bär liegt hier. Warte mal. Nein! Oh, Junge! Mann, jetzt geht das aus mir. Du verdammter Wichser. Du Drecksstück Scheiße, du Elendiges. Ja, jetzt ist die Karre auch noch stehen geblieben. Ganz ruhig. Wusa. Wusa. Wieso drückt er denn auch die falsche Taste? Jetzt bin ich im Arsch. Das Leben rauscht immer noch runter. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Was ist jetzt hier los? Jetzt die Zündkerze im Eimer. Meine Güte, du Drecksbär. Kann ja keiner damit ahnen, dass er schon wieder da ist. Alter. Sorry, Leute. Kurzer Ausraster. Ich hasse diese Bären. Die Bären sind schlimmer als die Zombies. So, wenigstens blute ich nicht mehr. Gott sei Dank. Rein in die Kiste, fahr nach Hause. Jetzt Schnauze voll für heute. Will Feierabend machen. Oh. So. Hui. Drehen. So. Motor aus. Raus aus der Karre. Schnauze voll. Oh. So, Leute. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.